Jo Leute, ich verlose in diesem Video zweimal eine 25 Euro Google Play oder iTunes Karte an euch. Um teilzunehmen, müsst ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, ob Android oder iOS, damit ich weiß, ob ihr eine iTunes oder Google Play Karte braucht. Außerdem müsst ihr einmal in die Beschreibung gehen und den YouTube-Kanal abonnieren, der dort verlinkt ist. Dann habt ihr teilgenommen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht? Ich bin Sotranix und willkommen zu einem neuen Video von Clash Royale. Gestern Abend bin ich ein wenig auf Instagram gewesen und dort ist mir etwas aufgefallen, was ich euch unbedingt mal zeigen muss. Und zwar handelt es sich um ein Bild, was auf der offiziellen Seite von Clash Royale hochgeladen worden ist. Und zwar sieht man auf diesem Bild die Clan Battles. Ich denke, jeder von euch kennt die Clan Battles. Die sind nämlich erst vor kurzem rausgekommen. Und ja, bei diesen Clan Battles handelt es sich um ein 2 vs 2, sprich man spielt mit einem anderen Spieler gegen 2 Gegenspieler. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen verwirrend, sage ich mal so, denn man muss sich gut absprechen, damit man nicht irgendwie irgendwas fehlsetzt oder ähnliches, damit man wirklich zusammen das Ganze gewinnt. So, und als ich das Bild gesehen habe, was auf der offiziellen Seite von Clash Royale auf Instagram hochgeladen worden ist, dachte ich mir, oh mein Gott, das wird echt interessant. Und zwar hat man auf diesem Bild ein 8 vs 8 gesehen. Das ist jetzt kein Spaß. Man hat wirklich 8 Tower ja, auf der einen Seite und 8 Tower auf der anderen Seite gesehen. Und ganz viele Namen und insgesamt waren es jeweils 8 Namen. Sprich, ich denke, in Zukunft wird ein 8 vs 8 rauskommen. Und ich kann mir das extrem spannend vorstellen, denn ihr müsst euch einfach mal überlegen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt mit 8 Spielern gegen 8 andere Spieler. Es ist wirklich schon schwer, sich zu zweit abzusprechen, aber wie soll das Ganze dann zu 8 funktionieren? Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das Ganze wird. Ich denke, wir können auf jeden Fall was Cooles erwarten in nächster Zeit, da es auch auf der offiziellen Seite hochgeladen worden ist. Denke ich auf jeden Fall, dass das Ganze umgesetzt wird. Aber das war noch nicht alles, Leute. Ich habe mir das Bild ein bisschen genauer angeschaut und ja, man hat etwas gesehen, das war jetzt eigentlich auch nicht so ultra schwer zu sehen, sage ich mal so. Allerdings war es so ein bisschen am Rand. Und zwar war da eine Truppe auf dem Spielfeld, die mir nicht bekannt vorkam. Und da habe ich überlegt, was könnte das sein? Diese Truppe sieht so ein bisschen gummiartig aus. Ich blende euch jetzt einfach mal das Bild ein. Und ihr seht auf der rechten Seite eine Gestalt, sag ich mal, beziehungsweise eine Truppe, die es in Clash Royale noch nicht gibt. Das ist so ein kleines Sneak Peek Video und ich denke auf jeden Fall, dass wir in Zukunft was echt Cooles erwarten können und auch eine neue Karte erwarten können. Was diese Eigenschaften der Karte sind, kann ich nicht sagen, da ich einfach diese Karte noch nicht in Action gesehen habe und es zurzeit, zum jetzigen Zeitpunkt, auch keine weiteren Informationen zu dieser Karte gibt, Leute. Ich wollte euch das Ganze aber mal mitteilen. Ich denke auf jeden Fall zu 90% wird das Ganze umgesetzt und ich würde mich auf jeden Fall echt freuen, wenn ihr meinen Kanal einfach mal kostenlos abonniert, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Übrigens Leute, mein Merchandise kommt morgen online, wenn ihr dieses Video seht. Morgen kommt mein Merchandise online. Es gibt hier einmal so ein tolles Clash Royale Logo Merchandise, aber es gibt auch noch anderes Merchandise von mir mit einem ganz normalen Logo für Leute, ja, die jetzt sich eventuell so denken, so ein Clash Royale Merchandise möchte ich dann doch nicht tragen. Die können sich natürlich dann auch anderen Merchandise gönnen. Und ja, noch eine kleine Sache zum Abschluss. Anchor hat mir was richtig Cooles zur Verfügung gestellt. Das ist auch kein Product Placement oder ähnliches, Leute, da braucht ihr echt keine Angst haben. Jedenfalls hat mir Anchor was für mein iPhone zugesendet. Ja, und zwar einfach eine Schutzhülle, dann noch so ein Ladegerät und so eine, ja, Aufladestation. Und da wollte ich mich einfach mal bedanken bei Anchor. Ich finde, in Form eines Videos sollte man das auf jeden Fall mal machen. Ich verlinke euch die Produkte einfach mal, die ich bekommen habe, in der Beschreibung. Wie gesagt, ich bekomme hier wirklich kein Geld für Leute. Lediglich wurden mir die Produkte zugesendet und ich finde sie echt nice. Deswegen wollte ich das einfach mal sagen und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Sneak Peek Video gefallen, Leute. Checkt morgen unbedingt mein Merch aus. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, Leute. Dann verpasst ihr keine weiteren Update-Videos und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao. I found a message from my best friend here.
said she missed your touch. Why thanks so much? I guess I should have known. Later on, the free.